Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Mein Name ist Mira Gabler. Ich rufe Sie an, weil Sie sich auf unserer Trading-Plattform angemeldet haben. Welche denn? Auf der... einen Moment bitte. Ja, komm, du musst so wissen, wie deine Firma heißt. Ja, gleich. Auf der Blocknox. Ja? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gerne. Nämlich, haben Sie schon Erfahrung in dem Investment? Nee, noch gar nicht. Okay. Also Sie hätten dann schon Interesse, ein Deposit zu machen auf unserer Plattform? Das kommt ganz darauf an, was mir das bringt. Ich kenne mich da ja noch so gar nicht mit aus und wollte mir das eigentlich erstmal angucken. Mhm. Ja, ich kann Ihnen gerne ein bisschen von uns erzählen. Gerne. Wir bieten Ihnen eine Zusammenarbeit und Investierungen in vier verschiedenen Wirtschaftssektoren. Investierungen? Okay, ja. Ja, wie Aktien, Forex, Rohstoffe und natürlich die Kryptowährung. Ja. Herr Robel, sagen Sie mir bitte, was genau erwarten Sie vom Trading? Sind Sie einfach neugierig oder möchten Sie eine passive Einnahmequelle oder möchten Sie Investment zu Ihrem Hauptverdienst machen? Naja, Erwartung wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil ich noch gar keine Ahnung von dem ganzen Kram habe, aber im besten Fall Geld verdienen, ne? Also Sie brauchen eigentlich keine Erfahrung zu haben, denn Sie, wenn Sie in der Börsenwelt so, weil Sie werden in der Börsenwelt begleitet von uns, von unserem Finanzanalytiker, der die Verwaltung Ihres Handelskonto auf sich nimmt und damit dementsprechend handeln wird. Für diese Dienste erhält unsere Firma nur 10% von ihrem Gewinn. Deswegen können Sie sich vorstellen, dass das für uns genauso wichtig ist wie für Sie. Okay, ich verstehe, so Provision oder was? Ja, genau. Ja. Also der Mindestbetrag ist bei 250 Euro. Aha. Welche Bank benutzen Sie denn? Haben Sie Visa, Mastercard gar nichts, oder nee. Online-Banking? Kreditkarten habe ich nicht, die braucht man hier im Land ja nicht. Und Online-Banking? Ja klar, das hat ja jeder, oder? Aber was kann man denn verdienen so bei euch, wenn man so mal aufs Jahr anguckt oder halbe Jahr oder so? Also es sieht so aus, es kommt dafür natürlich darauf an, auf welchen Markt Sie investieren. Na, das entscheidet ja mein Finanzanalytiker, oder was? Genau. Ja, ganz genau. Ah. Ja. Also wahrscheinlich bis zu 35% Kapitalzuwachs kann kommen. Also bis 105 Euro. In einem Jahr oder was? Nochmal. Pro Jahr? Fragezeichen. Nein, pro Woche. In einer Woche? Ja. Das kann ja fast nicht sein, oder? Nein, schon, das schon. Das ist ja geil. Ja. Das hört sich gut an. Ja, ist das, muss man das, an, ist das hier aber alles legal, oder? So mit Steuern und so? Ja. Ja? Natürlich. Gut. Ja, natürlich. Finde ich gut, finde ich klasse. Und ja, und wann kann ich da anfangen? Ja, eigentlich gleich sofort. Ach so, gibt keine Warteliste? Ja. Ja, können Sie bitte einen Moment warten? Worauf denn? Ein paar Sekunden. Ja, ein Moment bitte. Aha. Ja, hallo? Herr Robel? Ja, hallo. Ja, hallo. Roman Schweiger ist hier, die Kollegin von mir, die meinte, sie möchten das Handelskonto aktivieren. Ist das richtig?
Warum ist denn da jetzt jemand anderes am Telefon? Die Kollegin hat mich kurz dazu gerufen, dass ich ihr helfen soll, ja? Ich möchte mich informieren, wie Sie das Handelskonto aktivieren möchten. Bitte? Ich bin jetzt ganz verwirrt. Die Kollegin hat mich... die Kollegin hat mich kurz dazu gerufen. Ja, aber warum denn? Ich hier kurz helfe. Wobei denn? Ich bin für den technischen Teil zuständig. Ach so, ja, kann die sich nicht mal richtig verabschieden? Die geht einfach weg. Das macht man ja auch nicht. Ich hab die Kopfhörer genommen, deswegen das ging ganz schnell. Das ist ja schon fast Diebstahl. Ich wusste nicht. Nein. Ja, alles in Ordnung. Sie sitzt auch neben mir. Sie können später, wenn wir kurz den technischen Teil erledigt haben, können Sie nochmal mit dem Mio sprechen. Sie ja, sind können Sie ihn Kundenportfolio zuständig? Junger Mann, können Sie bitte nicht so schnell sprechen? Ich komme nicht hinterher sonst. Okay, verstehe ich, Herr Robert. Alles klar, dann werden wir das einfach ganz in Ruhe alles machen. Ja. Ja. Ich erkläre Ihnen ganz kurz, ich bin für den technischen Teil zuständig. Ja. Die Mira, die meinte, sie möchte das Handelskonto aktivieren. Deswegen bin ich kurz dazugekommen, um Ihnen schnell bei der Einzahlung zu helfen. Und danach werde ich Sie auch wieder zurück an die Mira weitergeben. Sie wird schnell mit Ihnen das Kundenportfolio ausfüllen. Und ja, somit hätten wir auch das Handelskonto schon aktiviert. Das ist ja klasse. Alles klar. Herr Rubbel, sagen Sie mir bitte, wie möchten Sie das Handelskonto aktivieren? Mit der Visa, Mastercard oder Online-Banking? Was wäre für Sie am einfachsten? Sehen Sie, darum ist das einfacher, wenn einer am Telefon bleibt, weil ich habe der Frau ja jetzt gerade schon 3 Minuten lang erklärt, dass ich gar keine Kreditkarte besitze. Okay, das ist gar kein Problem, Herr Rubbel. Dann werden wir das einfach mit Online-Banking machen. Ich nehme mal an, Sie besitzen ein Online-Banking, ja? Ja, natürlich. Alles klar, das ist ja perfekt. Okay, schauen Sie, die E-Mail-Adresse, die Sie bei uns angegeben haben, ja, taube88@aol.com, ist die aktuell, ja? Immer. Alles klar. Dann, öffnen Sie schon mal Ihren Posteingang, meine E-Mail. Ich schicke Ihnen einfach, was Sie benötigen, direkt zu. Dann können wir auch schon weiter fortfahren. Schon mal, was soll ich jetzt machen? Öffnen Sie bitte Ihren Posteingang bei der E-Mail. Briefkasten? Nicht den Briefkasten vor der Tür, sondern in Ihrem PC bei der E-Mail. Ach so, dann muss ich den jetzt anmachen, ja? Ja, das... Das wäre dann sehr hilfreich, ne? Sie können mir ja so lange mal erzählen, was man da denn verdienen kann bei Ihnen so im Jahr. Natürlich, schauen Sie, wenn Sie bei uns mit 250 Euro loslegen, ja, das ist ja bei uns kein Casino hier, dass wir direkt mit der ganzen Summe hier reinhandeln, sondern es wird lediglich 10% von der Summe, die Sie auf Ihrem Handelskonto haben, für die Trades verwendet. Ja. Das heißt, am Anfang werden das so kleine Gewinne sein, am Tag so zwischen 10 und 20 Euro am Tag. Ja. Das ist nicht so viel, aber das ist ja schon mal gut für den Anfang, oder nicht? Und sobald auch die Summe auf Ihrem Handelskonto steigt, ja, mit der Zeit, wenn die Summe auf dem Handelskonto größer wird, werden natürlich auch die Gewinne, die Sie machen, größer, ja. Und ja, somit ist da auf jeden Fall viel Luft nach oben. Und wir machen das einfach ganz langsam in Ruhe, weil wir wollen ja hier kein Glücksspiel machen und das Geld von den Kunden in den Sand setzen, ja. Genau. Das ist doch aber, wenn ich das richtig verstanden habe, doch so ähnlich wie Glücksspiel, oder? Weil man weiß ja vorher nicht, was passiert. Oder? Man weiß nicht, was passiert. Deswegen, große Ding, das ist ja, bei uns wird ja die automatische Trading-Software verwendet. Ja? Ja. Diese Trading-Software, die ist darauf ausgerichtet, profitable Deals an der Börse abzuschließen. Natürlich kann so eine Trading-Software nicht ganz von alleine funktionieren. Das wird natürlich auch die Finanzabteilung bei uns. Ja, die werden natürlich ihren Beitrag leisten und werden die Software so steuern, dass sie natürlich keine Verluste machen, ja, weil die Finanzabteilung, die wissen ja ganz genau so, was auf der Börse so los ist, ja,
Da hat man zum Beispiel, wenn man immer auf dem neuesten Stand ist, kann man schon ungefähr einschätzen, wohin sich die Kurse bewegen werden. Ja? Das ist gut. Kann man das nicht zu 100% vorhin wissen, aber man kann spekulieren. Und das ist ja auch genau das, was wir machen in der Finanzabteilung. Die spekulieren und damit wir durch diese Spekulation nicht das Geld verlieren. Ja, haben wir, wie gesagt, benutzen wir nur 10% von ihrer Summe und ja, bewegen uns so nach oben. Ja, das in kleinen Schritten erstmal. Ja, langsam, aber sicher nach vorne. Genau, Sie werden das auf jeden Fall merken, Sie haben auf dem Handelskonto, ja, da haben Sie später einen Handelsverlauf, da können Sie genau mit beobachten, welche Trades zu welchem Preis geöffnet, geschlossen wurden und welche Gewinne dabei rausgekommen sind, ja. Aha, das ist wie der Bestellverlauf und, genau, bei Amazon, so vom Vergleich her. Genau. So ja, ich muss mir das für die Doofen erklären, ne? Nein, das ist gar nicht ein Problem. Bei uns auf jeden Fall, nach einer Zeit werden auf jeden Fall Ihre technischen Fähigkeiten auf jeden Fall auch etwas verbessert werden. Egal, wo Sie da Hilfe brauchen, ja. Jemand aus der Finanzabteilung ist auf jeden Fall jederzeit für Sie zur Stelle, ja. Das ist schon gut. Muss ich da denn selber jetzt überhaupt was machen? Nein, das nicht. Das genau darum geht es ja bei uns. 80% aller Kunden, die bei uns anfangen, ja, die haben gar keine Erfahrung in diesem Bereich, ja. Ach, das brauchen sie auch nicht zu haben, weil bei uns alles von der Finanzabteilung für sie erledigt wird. Ja. Sie selber müssen keine Trades öffnen, schließen. Sie können das zwar auf der Seite machen, davon würde ich Ihnen auf jeden Fall abraten, wenn Sie da noch keine Erfahrung mit haben, ja. Damit Sie da auch Ihr Geld nicht verlieren. Da überlassen Sie die Arbeit einfach der Finanzabteilung und so können Sie auch nichts falsch machen. Ja? Genau. Das hört sich vernünftig ich an. Ich habe Ihnen, genau, das so soll es ja auch sein. Ne? Genau, ich habe Ihnen die Bankverbindung habe ich Ihnen schon gesendet. Dann will ich haben doch Sie mal. Bekommen auf die E-Mail? Ne, ich bin hier gerade noch, ich bin ein paar Tage nicht da drin gewesen. Das ist erstmal ganz viele Facebook-Freundschaftsvorschläge und ganz viel Werbung. Von welcher Adresse kommt das denn? Von Roman Schweiger Blocknox sollte da stehen. Roman Schweiger Blocknox. Nee, ich habe da noch nichts gefunden. Schauen Sie mal, ob das vielleicht im Spam-Ordner gelandet ist oder so. Überprüfen Sie mal bitte. Wie komme ich da denn hin? Da sollte unten bei dem Balken, ja, wo steht gesendet, empfangen und etc., da sollte sein Spam, ja, S-C-A-M. Schauen Sie mal, ob Sie so ein Wort dort finden und wenn ja, dann klicken Sie bitte drauf. Ach, Herr Jeder, ist ja ganz viel drin. Sofortkredite, heiße Nächte, Förderung sichern, Kredit ohne das Haus zu verlassen, Lotto 24, in 3 Schritten zum Kredit. Ist das von Ihnen? Nein, das ist nicht von uns. Ja, wir sind ja da ziemlich kostenlos alte Schulfreunde. Ja, was wie Kredite und etc. Mit überhaupt, es kommt ja alles ungefordert. Hier wird mir sogar eine Brille angeboten, obwohl ich gar kein Brillenträger bin. Hier ist schon eine Mia Seifert, schreibt mir, ich habe jetzt Zeit für dich, Carsten. Okay, nein, das ist nicht von uns. Schauen Sie mal, ob Sie eine Nachricht von Mira, wer haben Sie gesagt, ist der Name, von dem Sie die E-Mail bekommen haben? Von Mia. Mia Seifert. Okay. Okay, nein, ich habe gerade das nochmal überprüft. Schauen Sie mal, ob Sie eine E-Mail von Mira Gabler finden. Mira Gabler. Ach so, aber eben haben Sie was anderes gesagt. Die war ganz oben, ja? Ja, ich hatte es vergessen, dass ich gerade am PC von meiner Kollegin bin und nicht an meinem eigenen PC. Ach so, ja, das kann ja nicht, das kann ja gar nicht klappen. Jetzt muss ich aber nochmal, ja, ich habe das. Hiermit schicken wir Ihnen die Bankdaten für Ihre Überweisung. Genau, das ist es. Das sieht ja ganz... Sie? Ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Gar kein Problem. Es tut mir leid, wenn ich Sie auch unterbrochen habe. Herr Robel, schauen Sie. Da sehen Sie zum Beispiel, ganz wichtig ist, beim Verwendungszweck, da sehen Sie Ihren eigenen Namen. Ja. Ja. Bei der Überweisung sollten Sie das auch genauso, wie da steht, alles angeben, ja, damit das Geld später auch auf Sie hinzugewiesen werden kann. Ja, ja, ich werde das einfach kopieren. Das hat mir mein Enkel Joan gezeigt. Genau, so macht man das. Ja, wo wir gerade beim Zeigen sind, die junge Frau wollte mir vorhin noch die Internetseite erklären, dann sind Sie ans Telefon gekommen. Okay. Da müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Ja, Sie haben sich da schon ziemlich reingedrängelt. Das tut mir leid, das tut mir leid. Dann werden wir einfach die technischen Teile so schnell wie möglich erledigen und dann werde ich die wieder weiter an die Mira geben. Ja? Schauen Sie, ich weiß, was Sie gerade gemeint haben mit den Zugangsdaten. Die Zugangsdaten haben wir Ihnen noch nicht gesendet. Das kann ja nicht wahr sein. Ne? Ja, Sie haben ja alles durcheinander gebracht. Ja, das tut mir auch sehr leid, Herr Robben. Ich werde das auf jeden Fall wieder in Ordnung bringen und indem ich Ihnen einen Bonus hinzuschreiben werde. Ja? Indem Sie was machen? Ich werde Ihnen einen Bonus hinzufügen. Das heißt, wenn Sie eine Einzahlung getätigt haben, ja, wenn Sie 250 Euro einzahlen, werden später auf Ihrem Handelskonto nicht 250, sondern 280 Euro sein. Ja? Oh, das ist ja freundlich. Vielen Dank. Ja, das ist gar kein Problem. Dann dürfen Sie mir gerne noch öfter mal das Bein stellen, wenn das dann Geld gibt dafür. Okay, nein, gar kein Problem. Normalerweise machen wir das immer am Ende des Monats. Das war gestern, habe ich auch ein paar Bonusse verteilt, aber was soll's. Trotzdem, also das ist ein Problem, spendabler Mensch, das ist ja interessant. Ja. Auf jeden Fall für Sie hinbekommen. Okay, schauen Sie, ich habe gerade die E-Mail, also die Zugangsdaten habe ich für Sie verfasst. Schauen Sie, wir werden gleich nochmal eine E-Mail bekommen von der Mira. Da werden die Zugangsdaten auch drin sein. Nochmal von ihr? Nochmal von der Mira. Ich habe gerade die E-Mail gesendet. Ja. Und genau, da drin finden Sie Ihre Zugangsdaten. Also einmal der Login, das Passwort, ja. Über diese Zugangsdaten können Sie sich auf Ihr Handelskonto einloggen und da drin werden Sie natürlich Ihr Geld verwalten und alles andere, das Handelsverlauf, alles, was ich Ihnen erklärt habe vorhin, das werden Sie auf der Plattform vorfinden. Ne? Wie lange dauert denn das jetzt, wenn das alles gemacht ist, bis da die, sag ich mal, die ersten fetten Gewinne reinkommen? Also etwas die größeren Gewinne, ja. Schauen Sie, wenn Sie fangen gerade am ersten Anfang Monat bei uns an, ja. Das heißt, die ersten zwei Wochen auf jeden Fall werden das, wie ich Ihnen schon gesagt habe, so zwischen 10, 20 Euro, 30 Euro wird sich das bewegen täglich, ja. Und später, wenn Sie, sagen wir mal, ungefähr eine Summe von 1.000 Euro auf dem Handelskonto haben, ja, werden die Gewinne schon etwas größer werden, da könnten die Gewinne schon über 50 Euro gehen, ja, täglich. Das werden Sie dann selber merken, ja, wie die Summe, die Gewinne zurzeit immer steigen und steigen, weil die Summe auf Ihrem Handelskonto aufsteigt. Ne? Oh, was ist da denn passiert? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, hier hat irgendjemand Geburtstag. Oh, das ist ja schön. Ich habe früher Auftritte für Geburtstage gemacht. Ich bin mein ganzes Leben lang Clown gewesen. Wenn Sie mögen, singe ich da ein Lied dafür. Ja, vielleicht sagen wir bei einem nächsten Geburtstag Sie zu uns einladen. Da müssen Sie natürlich nicht wie in alten Zeiten den Clown machen, sondern na doch. Einfach Witz erzählen. Wir können ja mal, ich mache das so ganz subtil immer. Sie wissen ja, was ein Reh ist, ne? Das Tier aus dem Wald, ne? Ja, natürlich. Wohin geht ein Reh mit seiner Verabredung? Das werden Sie mir bestimmt sagen können. Ja, ins Restaurant. Der ist okay, so hoch. Den habe ich noch nicht gehört. Ja, das ist ja auch eine Eigenkreation. Da habe ich eine Wortmarke drauf angemeldet. Und jetzt am 18. August kommt das Buch dazu bei Amazon raus. Das heißt Rehwitze von Hans Maulwurf. Das ist mein Künstlername. Okay, das ist interessant.
Das, ja. Das werde ich mir dann ansehen vielleicht. Was machen... Wenn ich das angehe. Ja, ich kann Ihnen auch... Sie können mir ja mal die Anschrift... Da wollte ich noch fragen, wo Sie sitzen. Da kann ich Ihnen ein Exemplar mit Widmung zuschicken, ne? Oh, ja, wieso nicht? Ja, wo sitzen Sie denn? Hallo? Wir sind in Stuttgart. Stuttgart, ja. Stuttgart? Oh, schön, ja. In welchem Stadtteil? Wohnen Sie in der Nähe von Stuttgart? Ich wohne in Baden-Baden. Das ist ja 2 Stunden mit dem Zug, aber ich bin da schon oft gewesen. Ja, kennen Sie die Stuttgarter Börse? Das ist nie so mein Thema gewesen. Von der Stuttgarter Börse? In welchem Stadtteil ist das denn? Hallo? Ich habe gefragt, in welchem Stadtteil das ist. Achso, das ist im Zentrum. Bescheid. Bei der Stuttgarter Börse, wenn Sie das eingeben, dann werden Sie das auch finden. Nämlich, ich auch bei der E-Mail. Ich wollte da jetzt nicht hinkommen. Mich hat interessiert, welcher Stadtteil das ist. Ah, das ist im Zentrum. Ach so. Ja, im Business Center. Im Business Center ist das. Da ist noch nichts angekommen jetzt, oder? Kam das diesmal, wie war Ihr Name nochmal, von einem anderen Namen? Roman Schweiger. Der Herr Schweiger. Den habe ich aber von der Mira ausgesendet. Ja? Da ist nichts gekommen. Ich habe jetzt auch wieder in diesem ominösen Verzeichnis da mit den dubiosen Angeboten reingeschaut. Okay, erneuern Sie mal die Seite. Was soll ich machen? Schauen Sie, sind Sie gerade über den PC auf Ihrer E-Mail eingeloggt? Ja. Ja, schauen Sie, dann, wenn Sie gucken, ja, in Ihrem Browser, oben links sollte so ein Pfeil sein, der sich dreht. Wie so ein Kreis, ja, ein Pfeil im Kreis. Sie meinen den Ausknopf vom Bildschirm? Nein, nicht der Ausknopf, sondern da ist so ein Pfeil auf dem Browser, ja. Oben links, da ist ein Pfeil, der sich im Kreis dreht. Und wenn Sie da drauf drücken, sollte sich die Seite erneuern. Oben links steht jetzt erotische Kontakte sichern. Das ist aber nicht, was Sie meinen. Also ich habe ja den Feuerfuchs hier auf dem Computer. Oh, jetzt habe ich ganz oben links auf das Firefox-Ding draufgedrückt. Jetzt bin ich wieder auf der Startseite. Jetzt muss ich das E-Mail wieder aufmachen nochmal. Das kann auch mal dauern, ne? Sind Sie noch da? Hallo? Verdammt! Ich hoffe, der meldet sich gleich zurück, der Hund. Dieses kriminelle Gesindel. Kennt ihr schon aus dem vorigen Anruf?